Nicht. Weiter? Die zwei da unten haben wir noch nicht, Tobias. Oh nee. Ja, ist so. Okay. Gute 2 Meter groß. Eigentlich ja gar nicht schlecht. Ich geh mal drum herum. Tobias, was machst du denn da? Ne, hör mal auf, du Spinner, du warst ja kaputt. Nein. Natürlich. Wir sind auch 2 aneinander. Zieh ich dir vom Taschengeld ab. Nein, das ist einer. 25 Cent kostet einer. Für den Kleinwagen. Ja, dafür sollten wir die kriegen hier, aber letztendlich haben sie da nichts dafür bekommen. Okay, du bist den nächsten unterhalb, ja? Und zwar ist das der hier. Eigentlich auch nicht schlecht. Da ist jetzt hier oben. Auch nicht schlecht. Ist eigentlich nur gedacht für so arme alte Leute. Ja. Und Tobias. Hier also alte Leute für meinen Vater. Hier ist in so ein Wachstumssprung drin. Das ist das immer, wenn mal super warme, feuchte Jahre sind, dann wachsen die schon mal ein bisschen was zu doll. Für alte Leute für meinen Vater. Wie meinst du das? Das ist für dich jetzt, weil du alt bist. Wie alt bin ich denn? 48 Jahre. Und du? 9. Glaubst du, du kommst da auch mal hin? Hä? Glaubst du, du kommst da auch mal hin? Ja. Du bist halt die Stange zurück, wir waren noch nicht fertig. Ach so. Ja. Also, ich hole meine Motorsäge und zähle okay. ihn ab. Okay, also ungefähr von der Erde bis zur Spitze 2,50 Meter. Und der ist aber unten her eigentlich ganz gut. Ich gehe mal drum herum. Und? Nee. Also, ich habe es so gemacht, weil die nicht viel mehr abgespitzt sind. Ja. Aber ich kann auch mal, Papa, guck mal, ich kann gucken, ob dir was aushält. Papa, guck mal, ich gucke mal, ob dir was aushält. Okay, Tobias, das würde ich nicht tun an deiner Stelle. Wir müssen den hier noch, guck mal, den haben wir noch nicht. Ich weiß nicht. Hm. Die Bäume auf gar keinen Fall nicht kaufen. Okay. 1,50. Und unten her so ein kleines bisschen, naja, ich sag mal so ein bisschen abenteuerlich gewachsen. Ja. Aber ist so ein bisschen 1,50. Da könnte man den prima abschneiden. Das ist ein total, falsche Richtung, total schöner Baum. So. Also hält auch was. Tobias. Hier, okay. Ihr könnt was halt euch zeigen. Ich kann da drauf klettern. Ne, mach das mal nicht, Tobias, das hält da nicht aus. Kann man eigentlich da oben drauf klettern? Okay, wir machen mal gerade einen Positionswechsel. Okay, weiter geht's. Halt mal die Stange dahin, Tobias, daneben. Bitte. Okay, also schon etwas größer, 2,50, hat 2 Spitzen, aber unten kommt nur ein Stamm an. Das heißt, er ist irgendwo im mittleren Bereich zusammengewachsen. Eigentlich nicht schlecht. Unten ist er ein bisschen dünn, aber durchaus so drehbar. Baufeld! Dass er schön aussieht. Tobias, gehst du zum nächsten? Oh, wie groß ist er denn? 2,50. Geh mal zum nächsten, bitte. Dem Kleinen. Dem Kleinen, dem da. Tobias, gehst du mal zu dem Kleinen da hinten? Genau zu dem. Ne, den anderen, bitte. Ne, da waren wir noch nicht. Nein. Wenn ich das sage, dann ist das so. Nein, wir waren noch nicht da. Tobias, komm, bitte. Geh mal darüber. Bei dem waren wir noch nicht. Ein Zweimal-Filmer. Du bist auch ein Zweimal-Filmer. Ich habe mich auch zweimal gefilmt. Tobias? Aber 2 Spitzen oder 3 Spitzen? 3. Okay, aber ein kleiner Zotteliger, oder? So,
Aber hier eigentlich nicht schlecht. Der hier ist einstammig. Der ist einstammig. Ja, ich höre. Der ist einstammig. Okay, also auf jeden Fall ein kleiner Baum. Das ist. Könnt selber rausfinden, wie groß der ist. 1,20. Wenn sie es rausfinden, bekommen sie den Baum kostenlos. Ja, aber nicht so super schön, ehrlich gesagt. Es kann mal sein, dass der hätte letztes Jahr schon abgesägt werden müssen. Okay, du wirst den großen dahinter. So, der nächste. Der ist auch markiert. Weißt du, wem der Baum ist? Ja, uns. Das ist ja unser Baum. Wie man sieht, sehr groß. Das heißt, der muss unten noch mächtig abgeschnitten werden, weil so eine große Deckenhöhe haben wir gar nicht. Aber ansonsten ja nicht schlecht. Also nicht. Okay, den hier. Den Forz. So, ist er auch irgendwas für so eher so ältere Leute, die okay, 1,90. So ein großes Haus haben. Mein Vater, ja. Tobias. Okay. 1,90, eigentlich nicht schlecht. Papa, boah, guck mal, von einem Wolf oder so. Von einem Wolf? Ja. Ne, du bist jetzt aber andere Tiere drin. Ich glaube, da oben in der Ecke habe ich so ein Schlupfloch gesehen. Das ist ein Wolf. Der ja. So macht man so. Okay, Tobias, guck mal hier. Den da. Ja, ist auch ein Pups. Oh, hier so. Ja, 1,70 Meter. Aber der ist unten schwer einzuschätzen. Der hätte mal ja einen Meer verdient. Aber der Meer ist leider so da auf der 2,50. Strecke geblieben. Tust du bitte den nochmal hier? Okay. Also, da ist die 1,50 Markierung, also so 1,70 Meter von der Erde bis zur. Ist zur Spitze, aber man muss ihn ja auch nicht unbedingt auf der Erde abschneiden. Kann man ja auch gar nicht. Man kann nicht da abschneiden, wo jetzt das Stamm, das Plattenende ist. Nee, jetzt nicht, Tobias. Okay, den nächsten dicken, fetten hier. Ja, ist ungefähr 2,50. Ja. Ein Baum für, naja, jüngere, verrückte Leute. Mega dicht, aber drei Spitzen. Tobias, gehst du mal gerade gucken, ob der einen Stamm unten hat? Noch nicht da hinten. Ja, ich guck mal. Das kannst du schlecht einschätzen. Ja, das heißt. Stamm unten. Dafür braucht man so ein Schwert, eine Motorsäge, so wie ich hab. Ja, 30er Schwert, sonst kriegst du es nicht ab. Ja. Ja, okay, dann guck ich mal eben, ob ich hier was sehen kann. Oh wei, du hast recht. Das ist ein dicker Kaventon. Aber hier unten ist ein Stamm, Tobias, oder? Okay. Der nächste. Wo ist denn der nächste? Der hier? Ne, den machen wir nicht, Tobias. Der muss noch 5 Jahre wachsen. 6 Jahre, 7 Jahre. Mal groß der ist. Ja, da muss ich den daneben nehmen. Ein Blumenvasenbaum. Ja. Aber tatsächlich nicht unbeliebt, diese Bäume. Ich tue es mal rausreißen, damit ihr gucken könnt. Ja, lass mal bitte nicht, Tobias. Also der ist definitiv 1 Meter. Und ich bin Kopf größer als er. Den könnte man unter Umständen mit Wurzel austreten, aber das macht der Tobias. Nein, mit dem Spaten. Und dann in Netz verpacken. So weiter. Hier haben wir gar nicht mehr so viele, Tobias.
Ich würde sagen, wir fangen jetzt links an und gehen da hoch, ja? Ja. Okay. Ich habe schon links. Ich muss gleich um 2 Meter. Ja. Ziemlich genau 2 Meter. Unten ja schlank, aber hat eine Verfärbung in der Nadel. Ja. Der ist hell. Das ist jetzt eine Sache. Machen noch Mantanen gerne. Gerade zu Weihnachten. Was ist das? Ja, das ist so ein Holzteil. Die hat abgerissen. Zeig mal. Aber ja, sind ganz viele daran. Okay, also das ist dann eine Hellfärbung. Hier war es. Ach, guck mal. Okay, dann den nebenan. Ist ungefähr so 1,50. Ja, ein bisschen mehr. 1 um die 1,55. Ja. Aber. Ein bisschen schmäler. Und da unten, ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Das war ganz interessant. Ja. Moment, Tobias, bin ich ganz fertig. Eine kleine Drehung im Stamm. Das kommt davon, wenn man die Bäume nicht gerade pflanzt. So wie den hier. Der ist jetzt ein bisschen schief in die Erde und der wächst, also in den nächsten 2-3 Jahren wächst er wieder gerade und dann entstehen diese Drehungen. Eigentlich Schlamperei, aber was drin ist, ist drin. Naja, das ist Schlamperei, war mein Vater. Nein, das warst du, Tobias. Das war deine Reihe. Das ist die gleiche Reihe wie unten, wo der Pflanzschlitz nicht ganz zu war. Stell mal auf. Okay, so 2,20. Etwas kräftiger. Weiter. Na, warte. Ich geh mal drum herum, Tobias, ja? Tobias, was ist das denn hier? Was? Hier liegt eine Leiche. Hä? Hier liegt eine Leiche. Ne? Das war eine rausgerissene. Ist das eine von denen, die wir rausgerissen haben, weil sie so komisch aussieht? Na? Wie ist das? Noch den See, Tobias. Rausgerissen worden. Okay, das ist einer aus dem letzten Jahr. Den haben wir letztes Jahr gepflanzt. Und die ist schlecht geworden. Genau, die haben wir als dieses Jahr als Exitus angesehen, haben die wieder rausgerissen. Wollt ihr was sehen? Ich kann gar nicht schneiden, ne? Okay. Tobias, dann lass uns doch bitte mal genau den Baum fertig machen hier. Einmal drumherum gehen. Der ist reserviert, also nicht für wen, weißt du das? Ja, für mich. Nee, echt? Ja. Irgendwie, Tobias, hier waren 5 Reservierte drin. Ich weiß gar nicht, wo die Dinger sind. Das ist mein Reservierter. Na, glaube ich nicht, dass das dein Reservierter ist. Wo willst du den hinstellen? Mein Zimmer. Tobias, hör auf. Nö, ehrlich. Aber dann müssen wir dann dein Hochbett mit abbauen. Nein. Sonst haben wir da keinen Platz. Ich weiß schon, wo ich den hinstellen. Schreib dich. Ach nee, geht nicht. Okay. Ich säge mit meiner Motorsäge ab, ja. Irgendwann, aber nicht heute. Ja, also wie man sieht, ist so ein Meter, so. Meter 90. Ist auch schon reserviert. Ist auch schon reserviert für den Tobi, obwohl er gar keinen Platz hat. Aber unten hier könnte man durchaus mal 20, 25 cm abschneiden. So, weiter. Der nächste. Der nächste ist auch der letzte. Das ist das Schlupfloch, Tobias, was ich gerade meinte. Und zwar ist da hinten. Hier hinter ist die Bahnstrecke, die Siegtal-Bahnstrecke. Und für euch fahr da runter. Nein, mache ich nicht. Und da keine Menschen sind, sondern nur Züge, sind da auch schon mal mächtig viele Fuchsbauten.